Hallo und herzlich willkommen hier bei Nachtaktiv Gaming. Mein Name ist Kalle und wir spielen Assassin's Creed Syndicate. Jetzt in der letzten Folge haben wir herausgefunden, wer dieser ominöse Herr mit seiner Husarenuniform ist, als wir die Frau Disraeli, also die Frau des Premierministers, etwas durch die Gegend kutschiert haben. Dort hatte ich den Cut gesetzt, um hier jetzt ganz spannend das Finale vielleicht der Sequenz 7 zu beenden, also oder zu spielen, ein Attentat im Parlamentsgebäude, um auf den Earl of Cardigan, ist das nicht eine Jacke oder so, passend kriege ich auch eine Tracht. Gut, werden wir mal gucken, was uns hier erwartet. Ein Riesengebäude, es wird spannend, auf geht's. Gucken, was für Möglichkeiten ich diesmal habe. Auf jeden Fall bilden bisher immer die Attentate die Finals der jeweiligen Sequenz. So. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Oh, ich tendiere, weil die Tarnung hatten wir jetzt schon das letzte Mal, als wir in der Bank of England waren. Unterstützung klingt immer nach Randale. Ich denke, ich werde das einzigartige Attentat mal ausprobieren. Gucken, was ich dafür tun muss. So, nicht vom keine Polizei. Ja, ja, ist mir schon klar. Jumpen wir erstmal hier runter. Gucken, was ich, wie ich überhaupt da rankomme, beziehungsweise was für Aufgaben ich dann habe, wenn ich mich dieser einen Mission dann widme. Oder dieser einen Art widme. Das Problem ist nur, ich weiß leider nicht, was ich machen soll. Gelegenheiten. Also. Ja, ja, rein kann ich auf jeden Fall schon. Ich muss keine Gelegenheit finden. Ich muss ihn einfach nur töten. Soweit ich das sehe. Aber ich komme hier gar nicht. Ich komme hier gar nicht rein. Also, durch den Hauptgang. Hier steht auch wahrscheinlich ein Polizist. Oh, wen wundert's. Hier aber nicht. Das ist ja einfach. So, okay. Huch. Ja, das habe ich schon mal nicht geschafft. Ich weiß nicht, was ich mit... Ah, hier, machen wir das mal. Huch. Nein, ich will den hier identifizieren und diese Gelegenheit nutzen. So, schaltet einzigen Lord Cardigans Passwort stehlen. Okay. Boah, ich werde mich wahrscheinlich jetzt fix hinter ihn hängen. Und das Zeug stehlen. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. Mhm. Gut. Nein. Okay, ich habe gerade schon irgendwie eine Art Weg gesehen, wo ich hier reinkomme. Hier gibt es mehrere Eingänge. Ich denke, ich werde mich erstmal hier oben versuchen rein. Ich suche mir mal den hier aus oder den. Je nachdem. Aber erstmal muss ich hier wieder raus, damit ich hier hoch auf... Naja, Big Ben ist ja nur die Glocke. Und er macht's nicht. So. Alle hopp. Gut, hier kann ich erstmal lang speeden. Um... Hier diese Passage sehe ich schon irgendwie. Hier komme ich natürlich nicht rein, das wäre zu schön gewesen. Gucken wir mal. Einen der Eingänge muss ich ja hier irgendwie nutzen. Da steht auch ein Polizist als Schütze. Huch. Ja, lass doch mal los. So, wo komme ich denn hier rein? Da ist der Eingang ziemlich... Ich denke, ich hole mir lieber den hinteren Eingang dort. Weil das schaut böse aus.
Jetzt muss ich natürlich schnell sein und die nette Dame erwischen, jawohl. Ja, da ist ein Eingang. Nee, du. Wobei, ich könnte es ausprobieren, aber ich suche doch mir vielleicht lieber den anderen, weil ich bin eher so ein Fan von Dächern, aber der Eingang ist auch nicht besser, aber da sind weniger Wachen. Versuchen wir das mal. Und dann werde ich mal mein Glück hier drin versuchen. Und schauen, wo ich hier überhaupt... Wow. Den hole ich mir erstmal ran. Jetzt wird's lustig, liebe Zuschauer. Jetzt wird's lustig. Komm her, du Lappen. Eins, zwei, Stich. Okay, da kommen mir zwei entgegen. Das ist nicht optimal. Hopp. Stehen mir natürlich auch noch die Zivilisten da im Weg. Ich muss versuchen, hier rüber zu kommen. Oha, ist hier viel los, ey. Gut, was habe ich auch erwartet? Ich weiß leider nicht, wo ich hin muss. Deshalb werde ich hier einfach mal mein Glück versuchen. Oh, mal gucken, ob ich ihn noch vor der Kreuzung erwische. Gut. Okay, den einen werde ich hier mit dem Messer erwischen können. Nein, ich Depp. Und den anderen auch. Kommt von der Seite noch einer? Ja, leider. Heieieiei, ist hier was los. Ja, komm. Okay, so. Dann plündern wir mal, um vielleicht ein paar... das nur tragen, den hätte ich ja schon instant geplündert. Ja, er, im Vergleich zu Ivy hat er natürlich nicht so viele Wurfmesser, die in diesem Spiel einfach mal mega overpowered sind. Ja. Muss man mal hier mal mit Adlerblick mal gucken, dass ich hier irgendwie einen Weg finde, aber... Den hole ich mir mal ran. Ich suche hier auch immer schön nach den Türen. Vielleicht, ich muss ja irgendwo mein Passwort eingeben. Mit diesem Passwort komme ich wahrscheinlich dem netten Herrn sehr nahe. Ich weiß aber auch leider nicht, wo er sie... Oh, shit. Ja, komm her. Zack. Okay, tschüss. Hier links ist ein Gegner, aber wo ist der? In dem Innenhof. Achso, na gut, okay. Also hier ist es nicht... Hier sind auch nur vier Gegner auf dem Haufen, wovon ich zwei ausschalten konnte und die mir so greife. Na, kommt der her? Nee, das ist zu weit weg. Dann mache ich bei dem hier Speed. Attacke. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich hier irgendwie richtig bin. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Gegner. Schloss knacken. Ach halt, das führt mich nur zum Innenhof. Ich hätte hier auch reingehen können. Denke ich mal. Aber das gucke ich mir hier mal an. Oder ob das auch nur der... Es ist auch nur der Innenhof. Wäre also bei entsprechendem Skill, den ich ja hier schon mit dem Charakter auch habe, also Schlösser knacken 2 wahrscheinlich. Oh, das sieht doch gut aus. Jawohl. Ich sehe leider nicht, ob ich ihn hier... Ich will ja kein Ordo-Zivilistenschwein. Ja, ja. Oh, der Cardigan-Typi scheint hier schon da zu sein. Nein, Passwort geben, nicht Schloss knacken. Hehehe. Kennwort. Balaklava. Bitte. Zack.
Dieser Papierkram bringt uns noch alle ins Grab. Was? Weißt du was? Halt's Maul. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. harter Tobak. Harter Tobak. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe, denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Mhm. Nimm deine Trophäe und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Sein Blick. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Der hat mir jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Was für ein Arsch. Tja, leider nicht ertragreich, dieser Kill. Zumindest was informationstechnisch angeht. Aber einen schweren Schlag gegen diese Politik des Oberbösewichten, weil er jetzt einen Verbündeten natürlich verloren hat. Jetzt muss ich hier irgendwie versuchen rauszukommen. Und ich werde hier ganz entspannt den Innenhof aufsuchen, den ich gerade geöffnet habe, mich hochschwingen und dann auf Wiedersehen sagen. Ho, was für ein Zufall, dass ich vorher schon die Tür aufgemacht habe. Nein, es war wirklich Zufall. Es war nicht gewollt. Es war natürlich sehr stylisch gerade, muss man sagen. Ja, ich weiß, ich bin halt der Beste. Ja. Aber das ist ein geiler Kill. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Vorgehensweisen wären, ob die jetzt cooler gewesen waren. Auf jeden Fall war das auch relativ entspannt gerade. Da schwinge ich mich hier mal auf die Themse. Muss ja hier nur aus diesem Gebiet entkommen. Boah, was für ein Jump, Alter. Und tschüss. Müsste fertig sein. Jawohl. Des Amtsvergehens angeklagt. Ja, den einen Polizisten dort am Anfang leider gleich. Der hat mich zu schnell gesehen. Mäßig. So, jetzt müsste, glaube ich, genau. Direkt auf die nächste Sequenz. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina, endlich. Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Mhm. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ja. Ja, ratet mal, was ich die ganze Zeit versuche. What the fuck? Ein Brief? Für mich? Ein Brief? Für mich? Gut, ich denke, jetzt werden wir auf jeden Fall gleich gucken, was der Herr Starrick dazu sagen hat. Stimmt, so war es zumindest die letzten Male. Schauen wir uns das mal an.
Ich komme auf jeden Fall hoffentlich in den nächsten Folgen mal dem Grabtuch ein bisschen näher. Genau, gehen wir hier mal gleich auf Sequenz 8. Freuden der Freiheit. Gut, in diesem Sinne beenden wir die Sequenz 7. Springen auf die Sequenz 8, die wir uns für die nächste Folge aufbehalten. Gucken, was wir jetzt dann dort zu tun haben, beziehungsweise wen wir dann dort auch zu vernichten haben. Wahrscheinlich wieder einen Endboss am Ende und dann dem großen Meister gegenübertreten. Bis dahin, ich bin euer Kalle hier auf Nachtaktiv Gaming. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.